So, liebe Leute, jetzt machen wir nochmal ein Video zu verschiedenen Mythen auf Minecraft. Und zwar haben wir in letzter Zeit ja verschiedene Videos dazu gemacht. Unter anderem hier zu dem Mythos, ob die Hopper dann eben gut oder schlecht sind. Oder ob hier, wenn die Kabel ein bisschen komisch verlegt sind, ob das dann Auswirkungen auf den Server hat. Und das werden wir weiter betreiben. Heute beschäftigen wir uns damit, ob oder ob nicht denn das Applied Energy Sticks ME-System oder das Refined Storage System Vor- oder Nachteile hat. Jetzt mal abgesehen von der Konstruktion der Festplatte, dass eben auf dem Applied Energy Sticks ja auf der Festplatte nur 63 Items Platz haben und man dann die nächste Festplatte nehmen müsste. Und bei der Refined Storage Festplatte ist es halt so, dass das ja, solange die Festplatte Kapazität hat, kann man da verschiedene Items drauf tun, wie man möchte. Ich erkläre mal kurz, was ich gebaut habe und dann schauen wir uns mal an, wie das dann hinterher wirkt. Also hier habe ich so eine Capacitor-Bank von Vibrant hier, also von Ender.io. Hauptsache, wir haben Strom. Beide Systeme haben hier hinten einen Controller. Das müsste jetzt bei Applied Energy Sticks nicht zwingend sein. Dann müsste man stattdessen aber diesen Energy Acceptor haben. Also jetzt denke ich mal, aus Fairnessgründen habe ich das jetzt mal gleich gebaut. Trotzdem unterscheiden diese beiden Systeme sich jetzt deutlich. Und ich erkläre jetzt auch mal ganz kurz, warum. Wir haben also hier oben, also hier drauf jetzt sozusagen einmal das Disk Drive mit einer 64K Storage Disk. Links davon haben wir so einen Crafter, wo wir Rezepte drin haben. Wir bauen gleich ein paar Kisten und Gutes. Und dann habe ich hier das Crafting Grid, mit dem man halt gleich diese Dinge in Gang setzen kann. Dann habe ich damit das programmiert, hier mit dem Pattern Grid und den Crafter Manager, um die Rezepte halt in das Ding einzulegen. Das hätte man auch mit der Hand gekonnt, aber in diesem Fall wollte ich das halt auch möglichst kompatibel haben hier und gleich. Und naja, so. Wie dem auch sei, die Funktionalität, die hier gegeben ist, die habe ich natürlich bei Applied Energy Sticks auch gebaut, aber wir brauchen da ein bisschen mehr für, um das machen zu können. Natürlich auch hier 64K, auch hier ein Crafting Terminal, ähnlich halt hier, da haben wir diesen Pattern-Schreiber, wie das eben funktioniert, und dann haben wir hier das Interface Terminal, wo dann eben die Rezepte in das Interface reingelegt werden. Die sind dann physisch hier drin. Und hier hinten ist das dann ähnlich. Hier sind die dann auch also drin. Und beim Applied Energy Stick ist es halt so, da bräuchte da jetzt eigentlich hier so ein Molekular-Assembler noch dazu. Und damit das überhaupt irgendwas tun kann, müsste irgendwie so ein Crafting Storage haben. Und ja, Co-Processing Unit macht also auch auf jeden Fall Sinn. Die Dinge sind eben beim Applied Energy Sticks ein bisschen umständlicher, ein bisschen komplizierter. Das sieht man hier hinten auch an dem Kabel. Das Kabel ist ja hier gar nicht vorhanden, aber hier müsste man halt allein schon, um die Monitore hier hinhängen zu können, allein schon dafür Kabel haben. So. Dahinter habe ich jetzt noch mal etwas gebaut, um so ein bisschen die Systeme in Verwirrung zu bringen. Das habe ich aber noch nicht angeschlossen. Und zwar geht es mir darum, dass wir hier demnächst mal hier alles Mögliche exportieren, was denn da in dem System drin ist. Ich gucke mal, ob ich jetzt eine Chest irgendwo habe. Habe ich eine Chest hier irgendwo? Nee, habe ich natürlich nicht. Dann besorge ich mir jetzt noch mal eine. Denn die will ich ja dann gleich auch exportieren. Das heißt, wir werden also jetzt mal hier einmal die Chests, die wir gleich bauen, werden wir exportieren. Das übrig bleibende Holz werden wir exportieren. Und falls noch da was über ist, haben wir dann auch noch die Bretter. Das gleiche machen wir hier drüben auch. Wobei auch hier ein kleiner Unterschied ist. Ihr habt das ja gerade gesehen, da war so eine Mehrfachbestückung möglich. Die Mehrfachbestückung ist hier beim Exportbus nur möglich, indem man so eine Capacitor-Card reinpackt. Und dann machen wir das hier jetzt mal ganz genauso. Und dann kommen wir, dass wir hier die Bausteine, aus denen das ganze Ding besteht, dann eben später exportieren werden, wenn es soweit ist. Das Ganze jetzt ohne irgendwelche Speed und Upgrades oder sonstigen Sachen, einfach nur, um zu sehen,
ob denn diese Kabel hier, die ja jetzt hier sozusagen nicht einfach nur geradeaus liegen, sondern auch diese Kabel, die jetzt hier sozusagen kreuz und quer miteinander zu Kreisverkehren führen könnten, ob die sich denn jetzt irgendwie negativ auswirken im Verhältnis dazu, ob es denn geradeaus da reingeht. Nun gut, fangen wir mal erstmal an mit der Bestandsaufnahme, ohne dass da jetzt irgendwie eine Art von Auftrag läuft und das System also statusmäßig erstmal stillsteht. Und jetzt werden wir mal hier mit dem Messinstrument, was wir ja haben, das Lake Googles, damit werden wir jetzt mal hier 30 Sekunden lang messen, was denn sozusagen zwischen Server und Client hin und her geschoben wird, wie stark der Server dann eben belastet wird von diesem System. Diese Art von Messung machen wir gleich noch ein paar Mal, einfach um die Unterschiede auch zu sehen und deutlich zu machen, was denn dann hinterher sozusagen ihr auf euren Servern bauen solltet, ob es so oder so sein soll. Das werden wir jetzt gleich sehen, ein paar Sekunden noch. Und dann wird so der erste Deckel gelüftet. Ja, so, jetzt haben wir nämlich hier, stellen wir fest, da ist fast nichts zu sehen. Also hier unten diese komischen Pfeile, das sind irgendwelche Viecher unter Tage, aber beim Applied Energistics ist überhaupt kein einziger Block irgendwie aktiv. Also jedenfalls nicht serverlastmäßig. Das ist mal abgesehen von einem Mikrosekunde für den Trade. Und ich glaube hier vorne noch nicht mal hier für das Vibrant Capacity Bank. Da ist also auch noch nichts. Das Ding ist eigentlich, das steht nur da und gut. Die Kabel haben ja auch keinerlei Belastung. So. Anders ist es beim Refined Storage. Da sehen wir, der verbraucht, also der Controller hier, der verbraucht 10 Mikrosekunden, um sozusagen das Ergebnis auszurechnen, wie er dann da ist. Und das saugt irgendwie Leistung und diese Leistung wird dann von der Vibrant Capacitor Bank abgegeben. Und das kostet dann auch nur 3 Mikrosekunden. Aber das sind kleine Werte im Verhältnis zu dem, was wir also auch schon gefunden haben. Ab 100 Mikrosekunden aufwärts gibt es Leute, die sagen, ja, da müsste es langsam mal vorsichtig sein. Mikrosekunden ist eine Millionstel Sekunde, also auf jeden Fall nicht eine Tausendstel, sondern noch mal einen Schritt mehr. Ich glaube, da ist eine Million. Also wie auch immer, auf jeden Fall Mikro und oder Nano sogar, ich weiß gar nicht, also diese ganzen, ist auch egal, letztendlich, also die Summe aller dieser Dinge macht die gesamte Serverlast aus. Wenn die gesamte Summe dann sozusagen eine Sekunde überschreitet, dann wird der Server langsam. So. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig dargestellt. Das müsst ihr nochmal die anderen Videos gucken, da habe ich das besser erklärt. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt werden wir hier drin die Aufträge mal starten. Und zwar möchte ich craften, sagen wir mal, 2 Stack Kisten. 128. Machen wir jetzt drüben auch mal, aber das mal eben kurz kann. 128. Und go. Kann ja nicht. Oh, haben wir nicht genug Material? Der hatte das ja auch so. Kann das nicht, hatte ich. Da müssen wir dem noch ein bisschen mehr Material geben. Das ist ja jetzt nicht der Punkt. Wir haben ja hier eine Creative und dann werden wir ihm da jetzt einfach noch mal ein bisschen Material geben, dass er da nicht anfängt zu heulen. So, jetzt habe ich aber leider das Kabel gerade abgespart. Das Smart-Kabel hätte ich dann doch ganz gerne nochmal wieder. So, gut, da packen wir jetzt mal hier nochmal 2 Stacks rein. Und hier dann auch nochmal 2 Stacks. Dann sollte das so mit 128 jetzt langsam mal was werden. Das kann er jetzt hier. Geht schon mal los. Das werden wir jetzt hier auch hinkriegen, hoffe ich. So. Go. Kann er jetzt auch. Und los. Und jetzt sind die beiden Maschinen an der Arbeit. Und jetzt fangen wir mal ganz schnell an, hier zu messen.
damit er während der Prozess läuft halt guckt, was denn die Serverbelastung ist. Wie viel Mikrosekunden, nicht Millisekunden, sondern Mikrosekunden sozusagen das Ganze braucht, um fertig zu werden. Das müssen wir mal gleich mal gucken, wie die Maschinen sozusagen den Server belasten in der Zeit. 3, 2, 1 Sekunden, noch eine weniger. So, jetzt haben wir das Ergebnis. Und wir stellen fest, ja, da ist ein bisschen was. Zumindest hier unten. Der Controller vom Refined Storage hat also deutlich erhöhte Werte im Vergleich zu vorher. Es ist immer noch nicht ein kritischer Wert. Die Farbgebung hier in Rot suggeriert jetzt eigentlich, hey, das ist aber gefährlich. Aber wäre übertrieben, wenn man das so sehen würde. Habe ich mir sagen lassen. Und hier natürlich die Vibrant Capacitor der Bank gibt auch noch ein bisschen Strom ab. Also das ist die gesamte Last, die hier entstanden ist. Kein anderer Block hat jetzt irgendwas bewirkt, was zur Last bewegt, außer eben hier sozusagen dieser Controller-Block vom Refined Storage. Und hier hinten haben wir jetzt das gleiche ja nochmal laufen lassen. Und da ist überhaupt nicht erkennbar, dass hier irgendeine Art von Serverlast entstanden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eine Messung, die nicht richtig funktioniert hat. Und also hier 67 Kisten hat er gebraucht, da ist noch dabei sogar. Und der hier ist auch schon ein bisschen weiter, da ist also noch was in der Arbeit. Ich glaube, beim Refined Storage liegt das daran, dass das irgendwie anders aufgehängt ist innerhalb des Programms, dass dieses Leck Googles das nicht richtig messen kann. Das könnte uns passieren. Das heißt aber nicht, dass das Ding dann keine Last erzeugt, sondern wir können es nur nicht erfassen. Ja, so. Wenn wir dann fertig sind damit, irgendwann muss er einmal fertig sein. 97, das ist 128 Bauern, da ist er ja gleich. Ist er nicht mehr allzu viel. Wie, da ist er schneller oder ist er schon? Na, der ist nicht. Also sind ähnlich schnell jetzt. Ich habe ja auch, wie gesagt, keine Upgrades drin. Und hier kann man noch mehr Moleküle als haben das dran bauen. Da wird das Ganze natürlich erheblich schneller. Und wenn man dann diese Accelerations noch da reinbaut, dann ist das im E-System, also das von Applied Logistics, richtig krass schnell. Das ist hier natürlich, kann man auch noch so ein bisschen, aber naja, gut. So, wie weit sind sie jetzt hier? 14. Gut, machen wir das hier auch nochmal kurz. Aber ihr seht, der ist ein bisschen weiter. Da haben wir auch nicht gleich zeitgleich angefangen. 27, 28, der ist jetzt fertig. So, und dann haben wir, der müsste jetzt aber auch gleich durch sein. 25, 26, 27, 28. Na, hier oben seht ihr schon, das war die Endproduktion. Da ist er jetzt auch so weit. So, jetzt haben wir quasi in allen beiden Systemen die gleichen Mengengerüste drin. Und jetzt werden wir sozusagen das ganze System erweitern, um hier Export, ja, Bus, der heißt hier Exporter bei Refined Storage und hier hinten ist das eben der Exportbus. Beide auch nicht beschleunigt, einfach nur hingestellt, um zu sehen, wie funktioniert es denn, was die Serverlast angeht. Und ja, dann schließe ich das Ding mal einfach an hier und das hier hinten auch mal einfach an. Und dann werden wir jetzt natürlich nochmal so eine Messung machen. Go, 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 ab geht's. Der braucht ja ein paar Sekunden, um das zu transportieren. Und dann werden wir sehen, ob sich da jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse ergeben. Also ich tendiere ja dazu, dass das ME-System sich gar nicht messen lässt irgendwie. Das wäre natürlich jetzt schade, weil dann können wir da nicht weiter forschen. Denn ohne Ergebnisse zu sehen, kann man natürlich auch nichts vergleichen. Das ist dann sehr schade. Aber wir werden jetzt sehen. In ein, zwei Sekunden haben wir es. So, genau. Jetzt stellen wir fest, aha, hier, der Controller ist ein bisschen belastet, aber nicht wirklich. Im Vergleich zur Produktion deutlich weniger Belastung als vorher. Und ansonsten sind die Kabel hier quasi nicht genannt, ja, also da ist überhaupt noch nicht mal irgendeine Art von Zahl dran, ob da sich überhaupt was bewegt. Und hier beim Applied Logistics stellen wir fest, da ist jetzt auch eigentlich nichts geschehen, außer dass diese Kiste hier selber ein
Tick hat, das müsste eigentlich hier hinten auch sein. Hat er sich aber irgendwie überlegt, wollte er uns nicht mitteilen. Hier sind jeweils die ganzen Sachen drin. Und hier sind sie auch drin. Also der ist noch dabei, der arbeitet noch. Das heißt, der ist deutlich langsamer. Der ist aber deutlich langsamer. Guck mal, der ist immer noch nicht fertig. Während der hier hinten schon alles drin hat. Okay, also das ist dann schon noch ein Unterschied. Reference-Torch ist in dieser Hinsicht langsamer und weist zumindest Serverlast aus. In gewisser Menge, nicht sehr viel, nicht sehr kompliziert und schwierig. Und was ich jetzt gleich noch machen werde, das haben wir natürlich jetzt noch nicht, da würde ich das, wenn das dann soweit ist, mal das Ganze hier ein bisschen verschlanken. Das können wir ja, lassen den erst fertig werden. Machen wir es da hinten schon mal erst, der ist ja fertig. Verschlanken heißt, ich werde mal diese unterschiedlichen Kabel hier wegschmeißen. Obwohl eigentlich ja klar ist, beim Applied Energy 6 werden wir nicht sehr viel sehen. Und beim Refined Torch müssen wir das dann gleich mal gucken, ob sich denn da was bewegt. Wir können das ja hier schon mal abschließen. Ja, das brauchen wir dann ja nicht. Also hier hatten wir ja bis jetzt diese 17 Mikrosekunden. Und da hinten haben wir leider keine Messung. Werden wir dann jetzt gleich sehen, ob sich da was verändert, wenn er denn soweit ist. Ich glaube, ich werde den doch gleich dann nochmal abschießen und den auch. Damit wir nämlich das nochmal wieder zurückbeamen können. Alles, was hier drin ist, brauchen wir ja wieder, um es rüberschicken zu können. Das brauchen wir natürlich hier und das brauche ich auch. So, und das kriegt er. Das kriegt er. Und das kriegt er. Ins Applied Energistics hier. Go, go, go. Und er kriegt hier die Sachen auch da rein. Da haben wir es hier. Da sind noch ein paar drin. Da kriegt er jetzt machen wir es denn jetzt? 64 und nochmal 64 und nochmal 64. Ich glaube 64 ist es. Es ist ja auch. Ne? Machen wir kurz gucken, nur der Fairheit halber. 128, ja genau, das ist alles cool. Das ist dann hier auch so. Okay, jetzt müssten wir das Ganze nochmal machen. Toggle, down, down, toggle, down. So, jetzt sollte mal der Regen aufhören, dann können wir die Messung auch ordentlich durchnehmen, ohne dass da irgendwelche anderen Effekte jetzt mit beteiligt sind. Ich mache die Kabel jetzt wieder dran und dann fangen wir nochmal an zu messen. Dann ist es ja eine direktere Verbindung. Und go, go. Schauen wir mal, 30 Sekunden, ob sich jetzt hier bei einem Refined Storage was verändert hat von der Belastung hier, weil die Kabel weg sind. Also das geht ja auch um diesen Mythos halt festzustellen, ob die Kabel denn störend sind, wenn die jetzt kreuz und quer sich berühren oder ob man die dann getrennt haben sollte oder nicht oder sowas. Und da werden wir dann jetzt gleich zumindest, was das Refined Storage System angeht, ein bisschen was sehen. Leider nicht beim ME-System, weil das scheint das nicht zu messen. Aber wir schauen mal. So. Jetzt werden wir sehen. Aha, was hat er hier unten? Ja gut, der hat immer, also es war gerade 17, jetzt hat er 13. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das signifikant anders ist. Der ist ja hier auch noch dabei, denke ich mal. Ja, der ist auch immer noch dabei. Das dauert natürlich ewig und 3 Tage, während der hier hinten schon fertig sein dürfte. Ja, und der ist schon fertig. Also Applied Energy Sticks deutlich schneller, weist leider aber eben keine Serverlast aus. Wir machen jetzt gleich nochmal eine an. Ne, das tut sonst nichts. Es gibt ja noch eine andere Messung hier. Hier diese Frames per Second, aber das ist ja nur eine Frage, wie viel Client belastet wird und nicht wie viel der Server belastet wird. Das ist eigentlich schade. An der Stelle würde ich dann sagen, lassen wir jetzt die Untersuchung. Es hat nicht viel gebracht, außer der Erkenntnis, dass halt, wie gesagt, Refined Storage ist deutlich langsamer bei gleicher Ausstattung oder bei vergleichbarer Ausstattung. Und belastet zumindest, was die Messung angeht, den Server ein bisschen, aber nicht übermäßig. Und bei Applied Energy 6 haben wir leider keine Angaben darüber. Und folglich kann man da weder positiv noch negativ zu berichten.
Gut, so weit, so gut. Die anderen hatten wir ja schon gemacht. Da gibt es ja noch mittlerweile ein paar mehr hier. Werden wir noch, also hier ist einmal mit den Kabeln, hier zumindest mit den Trichtern. Und hier seht ihr mal so ein schlechtes Beispiel. Ne? Da hat hier so ein Trichter alleine 335 Mikrosekunden. Das ist natürlich eine heftigere Belastung, als wenn man hier hinten ein komplettes System quasi hat. Und da sind nur 13, meinetwegen auch die zwei noch dazu, da hast du 15 Mikrosekunden, die das gesamte System belastet wird. Bei Blight Energy Sticks müssen wir nur raten, aber ja, also wenn euch das gefallen hat und ihr noch weitere Sachen in der Richtung haben wollt, mache ich auf jeden Fall. Und in die Kommentare reinschreiben, was ihr noch für Probleme gemessen haben wollt oder tun wollt, und können wir hier dann alles besprechen. Ansonsten Daumen hoch und abonnieren, folgen auf meinen Twitch-Kanal kommen, da können wir das Ganze live besprechen, irgendwie meistens abends irgendwie. Und ja, ansonsten schaut die anderen Videos an, schaut auch die Playlist, da gibt es also zu ganz, ganz vielen Mods ja schon Tutorials. Und ja, ansonsten sehen wir uns irgendwo, ja, in der Minecraft-Welt im Internet, man begegnet sich halt. Jo, ich muss mal gucken, wie ich das ausschalte, das Ding hier. Da, Aufnahme stoppen, schauen wir mal.